Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei schweren Gewittern sind in Nordrhein-Westfalen gestern Abend mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Landesinnenminister Jäger sprach vom schlimmsten Unwetter in der Region seit etwa 20 Jahren. Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von weit über 100 Kilometern in der Stunde entwurzelten zahlreiche Bäume. Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wurden Verbindungen vorübergehend eingestellt. Bis zur Stunde sind einige Autobahnen gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden nach Angaben der Einsatzkräfte noch Wochen dauern. Dramatischer Abschluss eines sonnigen Pfingstwochenendes. Am Tag nach dem heftigen Gewitter herrscht vielerorts in Nordrhein-Westfalen immer noch Ausnahmezustand. Blitz, Sturm und heftige Regenschauer haben ihre Spuren hinterlassen. Äste und umstürzende Bäume, Autos und Häuser beschädigt. Für Nordrhein-Westfalen eines der schwersten Unwetter seit 20 Jahren. Die ganze Terrasse ist weggeflogen, samt Schirmen und alles. Und irgendwann sind alle panikartig, haben die Straße verlassen, weil von gegenüber die ganzen Dachziegeln wie Frisbee-Scheiben durch die Straße flogen. Blitze im Sekundentakt, orkanartige Böen, peitschender Starkregen und Überschwemmungen. Das schwerste Gewitter seit Kyrill forderte die Rettungskräfte. In Düsseldorf suchten 9 Personen Schutz in einem Gartenhaus, auf das eine Pappel stürzte. 3 starben, 6 wurden verletzt. In Köln fiel ein Baum auf einen Fahrradfahrer. In Krefeld wurde ein weiterer Radfahrer von einer herabstürzenden Stromleitung getroffen. Auch sie starben vor Ort. Dieses Unwetter hat uns in NRW mit aller Wucht getroffen. Schäden in wahrscheinlich 2-stelligen Millionenbetrag. Und wir haben ganz erhebliche Verkehrseinschränkungen in Nordrhein-Westfalen. Sei es auf den Autobahnen, sei es bei der Bundesbahn oder im öffentlichen Personennahverkehr. Und das bleibt erst einmal so. Verkehrschaos am Tag danach. Bäume haben Oberleitungen zerstört, blockieren den Nahverkehr, aber auch zahlreiche Gleisstrecken. Vor allem im Ruhrgebiet kommt der Bahnverkehr zum Erliegen. Stillstand auch auf den Straßen. Im Berufsverkehr entstehen Staus von bis zu 30 Kilometern Länge. Trotz Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Und Meteorologen haben weitere Gewitter angekündigt. Freuen können sich höchstens nordrhein-westfälische Schulkinder. In mehreren Ruhrgebietsstädten soll am Mittwoch der Unterricht ausfallen. Zum Unwetter bringt das Erste einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Außerdem können Sie sich bei uns im Internet informieren auf tagesschau.de. Das Bundesverfassungsgericht hat heute gleich mehrere Klagen der rechtsextremen NPD abgewiesen. Dabei ging es um eine Äußerung von Bundespräsident Gauck sowie um den Ablauf der Präsidentenwahlen 2009 und 2010. Die NPD wollte beide Wahlen für ungültig erklären lassen und berief sich dabei auf Verfahrensfehler. Sie scheiterte damit ebenso wie mit ihrer Klage gegen Worte von Gauck, der NPD-Anhänger als Spinner bezeichnet hatte. Anlass des Streits: von der NPD unterstützte Demonstrationen gegen ein Wohnheim für Asylbewerber im August 2013. Es kam zu Gegendemos. Bei einer Podiumsdiskussion mit Schülern kurz vor der Bundestagswahl sagte Gauck: Wir brauchen Bürger, die auf die Straße gehen, die den Spinnern ihre Grenzen aufweisen und die sagen, bis hierher und nicht weiter. Und dazu sind Sie alle aufgefordert. Für die NPD ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien, für Karlsruhe nicht. Der Bundespräsident könne seinem Amt nur gerecht werden, wenn er auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen dürfe und er großen Spielraum habe. Der Begriff Spinner könne zwar beleidigend wirken, bei Gaucks Äußerungen im Zusammenhang diene er aber als Sammelbegriff für Menschen, die die Geschichte nicht verstanden haben und unbeeindruckt von den verheerenden Folgen des Nationalsozialismus, Rechtsradikale, nationalistische und antidemokratische Überzeugungen vertreten. Streitpunkt Nummer 2 heute, die Bundespräsidentenwahl. Die NPD bemängelte, dass in der Bundesversammlung keine Vorstellung der Kandidaten und keine Aussprache vorgesehen sei. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Das Amt sei auf geistig-moralische Wirkung angelegt. Mit dieser Stellung des Bundespräsidenten korrespondiert das Verfahren seiner Wahl. Es soll nicht nur ein Ergebnis hervorbringen, sondern in seinen Abläufen die besondere Würde des Amtes unterstreichen. Gleich 2 Grundsatzurteile an einem Tag zum Amt des Bundespräsidenten. Parteipolitischer Streit hat bei seiner Wahl nichts zu suchen, so die erste Botschaft. Und einmal im Amt braucht er bei wichtigen gesellschaftlichen Fragen kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Auch wenn die Bezeichnung als Spinner eher an der Grenze des Zulässigen liegen dürfte, Karlsruhe stärkt das wichtigste Instrument des Bundespräsidenten, die Macht des Wortes. In Israel ist ein neues Staatsoberhaupt gewählt worden. Es ist der konservative Reuven Rivlin von der regierenden Likud-Partei. Er tritt die Nachfolge von Shimon Peres an, der Ende Juli aus dem Amt ausscheidet. Rivlin erzielte im zweiten Wahlgang unter den Abgeordneten der Knesset eine Mehrheit. Im Gegensatz zu Peres hat sich Rivlin bisher immer gegen eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt mit den Palästinensern ausgesprochen. Die Körpersprache ist deutlich. Premier Netanyahu gratuliert dem frisch gewählten Präsidenten, doch umarmen will er ihn nicht. Die beiden Männer, eigentlich Parteifreunde, sind seit Jahren verfeindet. Als in der Knesset heute Nachmittag nach dem zweiten Wahlgang der Sieg Rivlins verkündet wurde, war dies für ihn eine persönliche Genugtuung. Denn Netanyahu hatte im Vorfeld alles versucht, Rivlins Kandidatur zu torpedieren. Der Premier wollte dafür sogar kurzfristig das Amt des Präsidenten abschaffen. Die tiefe Abneigung reicht zurück in die Zeit, als der Likud-Abgeordnete Rivlin Parlamentspräsident war. In dieser Funktion widersprach er häufig dem Premier, widersetzte sich dessen Wünschen. Rivlin verstand sich als Wächter demokratischer Spielregeln. Überparteilich sein, das will Rivlin jetzt erst recht als Präsident. Von jetzt an gehöre ich keiner Partei mehr an, keiner Bewegung. Ich bin ein Mann für alle, ein Mann des Volkes. Doch Rivlin ist auch bekannt als Befürworter eines Groß-Israel, das sich vom Mittelmeer bis zum Jordan erstreckt, im Gegensatz zu Shimon Peres, dem ausgehenden Präsidenten. So scheint es jetzt sogar in diesem repräsentativen Amt einen Rechtsruck in Israel gegeben zu haben. Jeder in Israel weiß, dass Reuven Rivlin ein Befürworter der Siedlerbewegung ist. Doch bereits als Parlamentspräsident überraschte er viele, als er sich für einen Dialog zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels aussprach. Und so hoffen jetzt einige, dass er möglicherweise auch in seinem neuen Amt überraschen wird und sich schließlich doch für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Im Irak entgleitet der Regierung immer mehr die Kontrolle über das Land. Nach tagelangen Kämpfen nahmen islamistische Terroristen am Morgen die Provinzhauptstadt Mosul ein. Sie kontrollieren nun offenbar weite Teile der Region im Nordirak. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Ministerpräsident al-Maliki forderte das Parlament auf, den Notstand zu verhängen. Außerdem appellierte er an seine Landsleute, sich den Terroristen in den Weg zu stellen. Ein verlassener Regierungscheckpoint in der Nähe von Mosul. Die irakischen Sicherheitskräfte haben sich von hier zurückgezogen. Bilder von Dschihadistenseiten im Internet, sie sollen von heute stammen, aber nachprüfen lässt sich das nicht. 4 Tage lang lieferten sich Soldaten der irakischen Regierung und Kämpfer der Terrorgruppe ISIS Gefechte in Mosul. Jetzt sollen die Extremisten die zweitgrößte Stadt des Irak unter ihre Kontrolle gebracht haben. Das Parlament müsse jetzt den Ausnahmezustand und die Generalmobilmachung beschließen, so Ministerpräsident Maliki. Maliki gehört zur schiitischen Bevölkerungsmehrheit im Irak. In Provinzen, die vorwiegend von Sunniten bewohnt werden, gibt es seit Jahren Unruhen. Die Sunniten fühlen sich vom Schiiten Maliki benachteiligt. Die sunnitische Terrorgruppe ISIS versucht zunehmend, ganze Städte zu übernehmen. Bei mehreren Anschlägen, auch in der Hauptstadt Bagdad, kamen in den letzten Tagen mehr als 100 Menschen ums Leben. Mit der Eroberung von Mosul verliert die Regierung immer mehr die Kontrolle im syrisch-irakischen Grenzgebiet. ISIS hat lange davon geträumt, Mosul zu besetzen. Damit haben sie jetzt endgültig ihr Ziel eines zusammenhängenden Herrschaftsbereiches bis nach Syrien hinein verwirklicht. Viele Iraker in der Hauptstadt fragen sich, ob die Regierung noch in der Lage ist, die islamistischen Terroristen wirksam zu bekämpfen. Dass die ganz Mosul unter ihre Kontrolle bringen würden, hatte kaum einer erwartet. In Bagdad, wo heute der Bombenterror schon alltäglich ist, fühlen sich viele jetzt noch mehr bedroht. In Pakistan haben Taliban-Kämpfer erneut den größten Flughafen des Landes in Karachi angegriffen, nur einen Tag nach dem ersten Überfall mit mindestens 34 Toten. Heute war ein Ausbildungszentrum des Sicherheitsdienstes etwa einen Kilometer entfernt von den Terminals das Ziel der Islamisten. Nach Angaben der Polizei konnte der Angriff abgewehrt werden. Bei dem Feuergefecht sei niemand verletzt worden. Bundesaußenminister Steinmeier sieht Chancen für eine Entspannung in der Ukraine-Krise. Er beriet heute in St. Petersburg mit seinen Kollegen aus Russland und Polen, Lavrov und Sikorski, über den Konflikt. Lavrov forderte ein Ende des Militäreinsatzes in der Ostukraine und einen Dialog mit den Separatisten. Sergej,
Vertraute Anrede, jovialer Händedruck. Doch die Spannung war zu spüren bei Steinmeiers erstem Russlandbesuch seit der Annexion der Krim. Viel länger als geplant dann ein Sechs-Augen-Gespräch. Zeit für klare Worte und die Suche nach Auswegen aus der Krise. Doch am Ende blieb es nur beim gemeinsamen Lob für den vom ukrainischen Präsidenten angekündigten Waffenstillstand und bei Ermahnungen. Ich hoffe, dass der Einfluss, den Russland hat, der auch genutzt wird, um entsprechenderweise auf die separatistischen Gruppen einzuwirken. Die aber, so der russische Außenminister, verteidigten doch nur Zivilisten gegen die Raketen der ukrainischen Armee. Lavrov forderte erneut, mit den Separatisten zu verhandeln, was Kiew ausschließt. Wenn man die Vertreter der Süd- und Ostukraine nicht in den Dialog einbindet, dann wird der Weg zu einer Lösung nur unendlich verzögert. Das ist der Weg hin zu einer weiteren Verschärfung der Krise in die Katastrophe. Immerhin aber, so Steinmeier, statt ständig neuer Eskalation hätten die Wahlen in der Ukraine eine neue Gesprächsatmosphäre geschaffen. Das Ende einer Dienstfahrt. Ja, sie haben miteinander geredet, die Außenminister, aber von einer Annäherung der Positionen ist so gut wie nichts zu erkennen. Die einzige Bewegung heute kommt aus Kiew durch die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Poroschenko, der sichere Fluchtkorridore für Zivilisten in umkämpften Gebieten schaffen will. Es ist wohl die hoffnungsvollste Botschaft des heutigen Tages, was ein Ende des Blutvergießens angeht. Im Streit um den künftigen EU-Kommissionspräsidenten gibt es weiter keine Einigkeit unter den Regierungschefs. Auch ein Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit ihren Amtskollegen aus Schweden, den Niederlanden und Großbritannien brachte keinen Durchbruch. Vor allem der britische Premier Cameron blieb bei seinen Vorbehalten gegen den Spitzenkandidaten der konservativen Juncker. Merkel forderte diesbezüglich mehr Kompromissbereitschaft. In inhaltlichen Fragen, etwa der Stärkung von Wettbewerb in der EU, war sich das Quartett dagegen einig. Vertreter von mehr als 100 Staaten und Menschenrechtsorganisationen wollen Vergewaltigungen von Frauen im Zuge bewaffneter Konflikte eindämmen. Eine Konferenz in London wird in den kommenden Tagen internationale Standards für Aufklärung und Strafverfolgung solcher Verbrechen erarbeiten. Eröffnet wurde die Zusammenkunft vom britischen Außenminister Ark und der Sondergesandten des UN-Flüchtlingshilfswerks Angelina Jolie. Sie sagte, eine Verfolgung der Übergriffe müsse die Regel statt der Ausnahme werden. Frankreich hat heute am 70. Jahrestag des Massakers von Oradour-sur-Glane der Opfer gedacht. Premierminister Valls besuchte den Ort im Zentralmassiv. Hier hatten Soldaten der Waffen-SS am 10. Juni 1944 die Bewohner in der Kirche und in Scheunen eingesperrt und die Gebäude dann angezündet. 624 Menschen starben, nur 6 gelang die Flucht. Die Toten von Oradour, so Valls, mahnten zur Wachsamkeit gegen jede Art von Barbarei. In den Berchtesgadener Alpen arbeiten Rettungsteams fieberhaft daran, einen verletzten Höhlenforscher aus der mehr als 1000 Meter tiefen Riesending-Schachthöhle zu bergen. Der Mann sei ansprechbar und könne kurze Zeit stehen, hieß es. Derzeit ist ein Arzt auf dem beschwerlichen und in Teilen sehr engen Weg in die Tiefe. Gibt er grünes Licht, wollen die Helfer den Verletzten bis zum Wochenende in 5 Etappen ans Tageslicht bringen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Juni. Zwischen einem Hoch über dem östlichen Mitteleuropa und einem Tief über Schottland gelangt weiter heiße und feuchte Luft nach Deutschland. Darin entwickeln sich in der Nacht weitere, zum Teil heftige Gewitter, die mit kräftigem Regen, Hagel und orkanartigen Böen einhergehen können. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen ist es teils sonnig, teils stark bewölkt. Im Tagesverlauf treten wieder häufiger und lokal unwetterartige Schauer und Gewitter auf. Zwischen Rheinland und Nordsee wird es recht freundlich. Bei Gewittern muss mit orkanartigen Windböen gerechnet werden, sonst weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht in Brandenburg sehr laue 22, in einigen Alpentälern 12 Grad. Morgen Höchstwerte von 19 Grad an der Nordsee bis 33 Grad in Niederbayern. Am Donnerstag gibt es im Süden noch Schauer und Gewitter, sonst wird es freundlich und trocken, auch mit längerem Sonnenschein. Freitag in der Südhälfte sonnig, im Norden im Tagesverlauf zunehmend wolkiger. Der Samstag wird insgesamt unbeständig mit vielen Wolken und gebietsweise Regen. Um 22.30 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie.
Sturm und Gewitter, warum uns die Naturgewalten so heftig treffen. Außerdem Buchvorstellung, Ex-Bundespräsident Christian Wulff bereut seinen Rücktritt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.